Danke vielmals, dass ihr alle immer wieder kommt. Das ist wunderschön. Auch wenn wir nur eine Happy Few sind, aber das ist egal. Wir haben wirklich kein Programm vor, weil ich finde, eine Mahnwache muss ja nicht immer mit zugequatscht werden. Es geht ja eigentlich. Eine Mahnwache muss ja nicht immer zugequatscht werden. Man kann ja auch einfach nur in Ruhe stehen und der Dinge gedenken, die wir uns alle wünschen. Friede und Freiheit. Und trotzdem gibt es tapfere Menschen, die immer wieder mit neuen Ideen kommen. Und eine dieser Dame steht neben mir, die Clarissa. Und sie möchte heute uns etwas sagen. Seid alle? Ich weiß noch nicht, ob das wirklich nötig ist, mit diesem Ding in der Hand dazustehen. Ich habe eine sehr laute Stimme. Du meinst, du nickst und meinst, es ist schon nötig? Bitte, ja. Okay. Na gut. Ja. Ich habe nicht nur eine starke Stimme, ich hoffe, ich bin auch stark genug. Jetzt bin ich noch lauter? Ja, gut. Okay. Gut. Ich weiß nicht, wer von euch hat auf YouTube gesehen den Vortrag von Eugen Drewermann in Berlin vorgestern. Ich habe dich gesehen auf dem Video. Ja, ich habe dich erkannt. Okay, also einige von euch haben diese Rede sich angeschaut, angehört. Nicht. Und zwar hat er der schon sehr betagte Eugen Drewermann eine unglaublich großartige und prägnante Rede gehalten in Berlin vor dem Schloss Bellevue und hat sich für den Frieden gegen den Krieg eingesetzt. Er hat die Dinge und die Menschen beim Namen genannt. Er hat mit ungeheurem Mut die Dinge angesprochen und ich weiß nicht, ob ihr den bisschen etwas wisst. Eugen Drewermann ist ein Theologe und ein Universitätsprofessor auf der katholischen Fakultät der Universität Paderborn und war immer schon ein Mensch, der die Dinge gerne beim Namen genannt hat und recht deutlich gesprochen hat. Und das hat ihm letztendlich auch den Job in der Kirche gekostet, denn er hat es gewagt, offen die biologische Jungfräulichkeit Marias anzuzweifeln. Und damit ist er nicht sehr gut angekommen in der katholischen Kirche. Man hat ihm den Prozess gemacht. Es gibt ein Buch, das ein Protokoll, das nennt sich Protokoll einer Verurteilung. Und da wurde er letztendlich der Häresie, sprich der wurde angeklagt, sozusagen in der Gotteslästerung wurde er angeklagt. Ja? Und er wurde dann aus der Kirche entlassen, er wurde seines Amtes als Universitätsprofessor enthoben, auch, natürlich auch als Priester. Die katholische Kirche wollte ihn nicht mehr haben. Er konnte dafür einem anderen Beruf nachgehen, den er auch erlernt hat. Er ist Psychotherapeut und hat dann zeitlebens als Autor vieler, vieler Bücher und als Psychotherapeut gearbeitet. Warum erzähle ich das? Ich selbst habe Theologie studiert. Ich selbst unterrichte seit 20 Jahren offiziell katholische Religion an einem Wiener Gymnasium. Ich sage deswegen offiziell, weil das, was ich wirklich mache, lasse ich mir von keinem Amt und keiner Institution vorschreiben. Und ich bin sehr froh, dass ich das bei euch aussprechen darf. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie der richtige Ort ist, um über so etwas zu sprechen und auch vor allem die richtige Zeit gekommen ist, diese Dinge jetzt anzusprechen. Das, wovon ich hier sprechen möchte, ist ein Problem, das meines Erachtens schon sehr lange uns als Menschheit belastet.
Und zwar ist das unsere Bereitschaft, uns sogenannten Hierarchien zu fügen, uns Menschen glauben fügen zu müssen, von denen wir glauben, dass sie über uns stehen. Ob das Institutionen sind, ob das Herrscher sind, was auch immer. Wir haben sehr, sehr lange, viel zu lange die Bereitschaft gehabt, uns zu unterwerfen, uns anzupassen, uns unterzuordnen, Geboten, Dogmen etc. Und diese Bereitschaft wurde über Jahrtausende ausgenutzt. Alle Institutionen. Ich behaupte tatsächlich, es gibt keine Institution, die nicht mit dieser unserer Bereitschaft, uns zu unterwerfen, liebäugelt, diese fördert und instrumentalisiert, um uns darin zu halten. Und ich bin der Meinung, jetzt ist die Zeit wirklich höchst. Es ist höchst an der Zeit, dass wir aufwachen und dass wir sagen, nein, so geht's nicht mehr. Und wir müssen das nicht aggressiv tun. Es genügt, dass wir die Sache anschauen und erkennen und dann uns langsam aufrichten. Es kann sein, dass uns zunächst dass Schmerzen in uns auftauchen, so ähnlich wie wenn jemand allzu lange zum Beispiel auf seinen eigenen Beinen irgendwie so schlecht draufgesessen ist und dann aufsteht. Ihr kennt das, das tut dann weh und ist unangenehm. Ja, und das kann ziemlich, also wenn man sagt, uns ist der Fuß eingeschlafen, ja, dann brauchen wir eine Zeit, bis wir wieder ordentlich auf den Beinen sind und uns stark fühlen. Und es kann sein, dass es uns jetzt so geht. Ich will jetzt konkret sagen, was ich meine, was in der Kirche und nicht nur dort, sondern generell, gerade im Bereich der Religionen mit uns geschehen ist. Ob wir jetzt hernehmen das Judentum, den Islam oder das Christentum, wir haben in all diesen etablierten monotheistischen Religionen eine Tendenz, von der ich gerade gesprochen habe, eine hierarchische Tendenz und auch ein bestimmtes Gottesbild. Uns wird die Vorstellung vermittelt, Gott sei so etwas wie so einer, der da oben rumschwebt, ob der jetzt einen weißen Bart hat oder nicht, ist wurscht, aber einer, der über uns von oben herab herrscht und wir sollen uns gefälligst unterwerfen und vor ihm vielleicht auch noch auf die Knie fallen, weil wir sonst auch herausfordern könnten, dass er uns vielleicht straft, wenn wir allzu dreist sind und es wagen, aufrecht zu stehen. Und nehmen wir nur einmal her, das, was die Kirche uns als Jesus vermittelt hat. Der Jesus, wie ihn die Kirche gezeichnet hat, und wie er sehr oft auf Bildern in Kirchen abgebildet ist, vermittelt den Eindruck, dass er sehr, so weich und feminin ist, mit blonden Locken und so, als könnte kein Wässerchen trüben und keiner Fliege etwas zu Leide tun. Und er sagt zu allem, vielleicht hat er auch noch diese typische Neigung, also dieses gekrümmte Rückgrat, dieses S-förmige, vielleicht blickt er auch noch hohlwangig und blass zum Himmel auf und mit blutunterlaufenden Augen oder was auch immer. Man bekommt den Eindruck, der ist kein wirklicher aufrechter Mensch oder Mann, sondern so irgendwie ein Schlaffi. Ja, Simano, genau. Den wir auch nicht allzu ernst nehmen brauchen. Ja. Dieser Jesus ist nicht, meines Erachtens, nicht der echte und wahre Jesus. Wir bekommen manchmal, wir haben oft nicht mitvermittelt bekommen in dieser religiösen Erziehung, was der auch noch alles gemacht hat. Der hat zum Beispiel
als er, steht sogar im Neuen Testament drin, obwohl das schon redigiert ist. Also vieles, was da drin, was eigentlich auch wahr ist, ja, steht da gar nicht drin. Das haben sie rausgeschnitten, rausgeschmissen aus dem Neuen Testament. Aber es steht zum Beispiel, immerhin haben sie drin gelassen, die Szene, wo er in den Tempel kommt und sieht da lauter Tische, wo Geschäftsleute ihre Waren da aufgelegt haben, damit die Leute einkaufen. Und das hat ihn dann so geärgert, dass er gekommen ist und diese Tische umgeschmissen hat. Ja? Er hat die Sachen runtergefegt von den Tischen und dann hat er denen einmal eine Rede gehalten und hat gesagt, was tut ihr hier im Haus meines Vaters? Ja? Raus mit euch! Raus mit euch, ihr Lumpack! Und es ist anzunehmen, dass er sich damit bei der sogenannten Obrigkeit nicht gerade beliebt gemacht hat. Möglicherweise hat ihm das das Leben gekostet. Und wie es oft der Fall ist, man liquidiert jemanden, der einem im Wege ist. Wenn das aber jemand war, der die Sympathien des Volkes doch auf sich gezogen hat, dann möchte man diese Sympathien nutzen für sich selbst. Das heißt, so wie ein Jäger ein Tier erlegt und dann ausstopft und sich sozusagen als Trophäe an die Wand hängt, so etwas Ähnliches haben sie mit Jesus gemacht. Sie haben ihn quasi ausgestopft, auf ihren eigenen Sockel gestellt. Sie haben sichtbar für alle das Folterinstrument auch mit als ihr Siegeszeichen übernommen. Und so hängt eine mehrfache Botschaft als der Gekreuzigte in den Kirchen und an den Wänden. Nämlich, zum einen wird gesagt, ja, schaut euch an, den lieben Jesus, der hat wegen euch sich aufgeopfert und sein Leben gelassen, weil ihr seid so böse. Gott hätte sich niemals mit euch versöhnen können, wenn er als sein einziger Sohn dieses Opfer nicht gebracht hätte. Das ist die eine Botschaft. Und die andere lautet, schaut, passt auf, was wir mit denen machen, die sich trauen, den Mund aufzumachen. Schön aufpassen, dass euch das nicht passiert. Also wir haben diese Botschaft, diese zwei Botschaften ganz klar in diesem Bild ausgedrückt. Ich frage mich, kann ein Mensch, der aufrecht steht und es wagt zu fühlen, was er wirklich fühlt, so etwas aufhängen, dulden, mögen? Ich nicht. Und ich will zu seinem solchen Gott, unter Anführungszeichen, der es nötig hat, jemanden zu opfern, damit er uns vergeben kann, weil wir so böse sind, will ich nicht in den Himmel kommen. Das ist für mich kein Himmel. Ich will auch keinen Menschen, den ich liebe, essen. Das wird mir nicht einfallen. Das ist Kannibalismus. Nichts anderes. Jemandes Leib zu essen und Blut zu trinken, ist schrecklicher Kannibalismus in meinen Augen und nichts anderes. Ich spreche das aus und ich weiß, wenn die da sozusagen meine sogenannten Obrigkeit sind, das hören würden, die werde ich sofort entlassen. Ich bin aber nicht mehr bereit, den Mund zu halten. Nein, ich möchte das alles aussprechen und euch noch einen kleinen Verweis geben. Oder noch etwas dazu sagen. Ich glaube, das stimmt, was sowohl in der, was man hinsichtlich der menschlichen Psychologie, aber auch der Biologie, der Zellbiologie in Betreff auf alles Lebendige sagen kann, nämlich es gibt im Universum nur zwei Richtungen, Angst oder Liebe. Liebe öffnet sich und transzendiert Grenzen, während Angst sich zusammenschließt, separiert, sich distanziert und trennt. Und wir haben leider in allen etablierten Staaten und Religionen Systeme, die mit unserer Angst
liebäugeln und unsere Angst instrumentalisieren und Angst erzeugen wollen. Wir leben in einer Zeit, die deswegen gefährlich ist, weil allzu viele Menschen sich über die Angst steuern lassen und instrumentalisieren lassen. Und wenn jetzt auch noch dazu kommt, dass Menschen glauben, Gott selbst sei es, der dem das gefällt, wenn wir Angst haben, dann haben wir einen Teufelskreis geschaffen, aus dem es nur sehr schwer zu entrinnen möglich ist. Und deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, nein, das kann kein Gott sein. Der spirituelle Zugang ist einzig und allein über die Liebe. Und da ist es dann nicht mehr nötig, welchen Namen ich verwende für die Liebe. Ob ich dazu Gott sage, ob ich dazu Göttin sage, Gott und Göttin müssen zusammen sein. Nein, es gibt nicht den männlichen Gott. Nein, wenn, dann muss es Gott und Göttin geben. Alles andere wäre eine Lüge und eine Einseitigkeit. Wenn das so ist, dann ist es egal, welchen Namen ich verwende. Hauptsache, ich wage es, in mein Herz zu gehen und zu fühlen, was da ist. Und lebendig zu sein und mich zu verbinden, statt weiter die Isolation und Separation zu betreiben. Mich zu verbinden mit den anderen, auch mit allen Lebewesen, mit allen, mit den Tieren und den Pflanzen. Das allein scheint in meinen Augen lebenswert zu sein oder das Leben möglich zu machen, das auch den Namen Leben verdient. Ich möchte jetzt noch etwas sagen. Ist euch schon einmal bewusst geworden, dass das Wort Intimität bedeutet frei sein von Angst? Das lateinische Timere, Timeo, heißt sich fürchten, Angst haben. Intim ist das Gegenteil, bedeutet lasse die Angst los, lasse sie fallen, überwinde die Angst. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Intim mit Gott. Und wer möchte oder kann von mir ein kleines Kärtchen haben, ein Postkärtchen, wo ihr so Hinweise für dieses Buch bekommt. Ich habe es damals unter einem Pseudonym geschrieben, Taro Falaschini, weil ich Angst hatte, dass wenn ich meinen wirklichen Namen verwende, ich Probleme bekommen könnte mit meinen sogenannten Vorgesetzten. Es hat mir nichts genutzt. Noch bevor das Buch erschienen ist, habe ich einen Anruf von meinem Fachinspektor bekommen, der gesagt hat, oder der mich gefragt hat, was das soll. Er hätte einen Anruf vom sogenannten Referat für Weltanschauungen bekommen. Das ist übrigens die Nachfolge des sogenannten Sektenreferates und das wiederum die Nachfolge der Inquisition. Nur halt unter einem kommoderen Namen. Und die hätten ihm gesagt, dass sie draufgekommen wären, dass ich unter einem Pseudonym ein Buch geschrieben hätte. Und er hat sich dann bei der Homepage des Verlages, der Verlag Hierophant ist das, hätte sich informiert und da wären Dinge über mich drinnen gestanden, die fragwürdig sind und die wo er Probleme damit hat. Es ist mir gelungen, am Telefon ihm diese Probleme ein bisschen auszureden oder auszuräumen. Und vielleicht war es ein Glück, weil das Interesse scheint dann irgendwie verloren gegangen zu sein. Nach Erscheinen des Buches habe ich keinen Anruf mehr bekommen. Wer möchte, kann dann von mir so ein kleines Kärtchen haben. Das Buch habe ich auch hier. Wie viel kostet dein Buch? Es kostet, ich glaube, nicht ganz 18 Euro. Man kann es bestellen bei Amazon, aber auch in der Buchhandlung. Gut, danke schön.